Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal wieder ein kleines bisschen RP auf meinem Server. Jeder, der Lust hat, beim RP mitzumachen, kommt auf meinen Discord. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Lasst euch whitelisten, kommt auf den Server und spielt mit. So, ich connect jetzt. Es sind gerade nur zwei Mann da, was ich schade finde. In letzter Zeit waren es eigentlich viel mehr, aber gut. Ich sehe auch gerade, wer online ist und naja, das Fräulein Sissy ist auch dabei. Wir connecten einfach mal. Ja, das dauert kurz durch das Magie-Plugin. Dazu muss ich sagen, das wird bald den Weg ins Jenseits finden, denn wir haben ein anderes gefunden, was nicht mehr so für Lags sorgt. Und ja. Gut, Tonhammer. Jo, reicht so wie es ist. Gut. Dann auf zum RP. Oh, endlich ist mein helllichter Tag. Dann kann ich ja doch ein bisschen was an Steine sammeln gehen. Oh, mein Schlüssel, den darf ich nicht verlieren. Ich hab doch oben noch genug Geld. Ich werde mir noch ein bisschen was kaufen gehen. Mist. Jetzt. So, was brauche ich denn noch? Brauche ich sowas? Nee, nicht wirklich. Steine sammel ich. Ich brauche Essen. Ah, Mann. Ohne Essen geht hier gar nichts. Und meine Rüstung. Hier haben wir auch noch was. Okay. Essen. So, mal schnell den Rucksack öffnen. Da können wir das Essen reinpfeffern. Geld. So. Alles klar. Sowas muss ich mir. Muss ich mir noch so eine Stöcke kaufen gehen. Gespannt, ob man das hier drinnen sieht. Nein, sehr schön. So, da gucken wir mal weiter. Hier muss ich ja auch noch weiter bauen. Das kann ich doch hier gleich alles machen. Aber erst. Ist das Fräulein Sissy heute gar nicht wach? Schade. Ach, so ein Fernglas ist schon was Feines. ich brauche ja noch hier Holz. Das da. Das da alles. Und das da. Und sowas vorsichtshalber. Lass mich raus. So, mein Schlüssel gut verstaut, dass ich auch wieder reinkomme. Das Fräulein Sissy darf mich nicht sehen. Oh, die ist bestimmt sauer, weil ich die eine Nacht einfach abgehauen bin. Oh mein Gott. Hallo? Wieso versteckt sie sich da? Ich muss nur was überprüfen.
An mir weggelaufen. Nein, das sah nur so aus. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Wegen dem Turm, den ich letztens erzählt. Ach so, ja. Ja, Sie können mir gern die Stelle mal zeigen. Kann ich machen. Ich folge Ihnen. Okay. Da ist so ein Wesen. Und wie geht's Ihnen heute so? Mir geht's gut um Ihnen. Ja, mir auch. Hier doch irgendwo stehen. Ja, hier. Wir dürfen gern mit einsteigen. Ich bin drin. In der Ecke war ich auch schon mal. Das war, glaube ich, die. Du leckst. Ich hab da auch Bilder platziert. Okay. Und da habe ich halt alleine die Kiste platziert. Das wollte mit mir wegfahren. Das Problem. da sind Ressourcen drin. Okay. Sie nutzen können. Können auch noch mehr haben, wenn sie wollen. Ja. Ja, ich hätte. Um auf zum Auto. Warte mal ganz kurz. Ja, ich hätte halt hier oben so auf der Bergspitze so eine Turm. Ein Turm für Magie. Ah. Für was für Magie machen Sie denn? Ich interessiere mich eigentlich für alle möglichen Arten. Hoffentlich keine Magie, die Menschen tötet. Nein, das nicht. Okay. Ja, ich kann mich, wenn ich den Markt zum Teil fertig habe, mich gerne hier hinsetzen und für Sie was bauen. Okay, dankeschön. Nichts zu danken. Und wollen Sie nur einen Turm auf dem Berg oder wollen Sie auch im Berg noch was haben? Im Berg wäre, glaube ich, auch ein bisschen. Wenn sie das mit dazu bauen wollen oder können? Ja, ich lasse mir da was einfallen. Okay. Ja. Ist sonst noch irgendein Wunsch? Sehe ich eigentlich nicht. Okay. Dann, ja. Falls sie noch Ressourcen brauchen, sagen Sie mir Bescheid. Ja, das mache ich.
Danke. Soll ich sie wieder zurückfahren? Wenn es ihnen keine Umstände macht? Ich muss sowieso zurückfahren, also würde ich sie gleich mitnehmen. Ich sitz dran. Da sind wir. Oh. Wollen Sie Ihr Boot nicht einsammeln? Nicht, dass es noch irgendjemand wegnimmt. Ich habe noch ein Ersatzboot. Okay. Teuer. Sehr gut von hier unten. Ich werde mich. Da steht die Frau Lunari auf dem Baum. Ah, ich glaube, die kommt gerade zu uns. Oder ist auf dem Weg zu uns. Und platsch. Wo ist sie denn verschwunden? Merkwürdig. Hier ist sie! Da! Hi! Da ist sie! Hallo! Hatten Sie schon immer diese Gämmerung? Ja. Irgendwie bemerke ich die erst jetzt. Ich habe auch einen neuen Haarschnitt. Ganz schön ruhig gerade. Ja, die schlafen wohl alle anscheinend. Naja, bei der Nacht. Das ist aber ein schöner Sternenhimmel. Ja, das und wie geht es voran mit Vulcan Bay? Ja, ich wollte mich eigentlich gerade eben dran setzen und ein bisschen am Marktplatz weiterbauen. Und die Frau Fräulein Sissy hat mir vorher noch gezeigt, wo sie gerne was gebaut haben möchte. Ah. Ja. Ich bin sehr gespannt. War gerade schockiert, als ich gesehen habe, alles abgezogen. Ja, es tut mir leid. Aber es wird, wenn ich fertig bin, richtig schön aussehen. Ja, das hoffe ich doch sehr. Wenn nicht, dürfen Sie gerne an der Stange tanzen. Nicht ich werde an der Stange tanzen. Na dann. Solange es nicht der Farmer ist, ist mir jede Person recht. Die Farmer will ich auch nicht wirklich da sehen. Ich bin froh, wenn ich dem nur ein, zweimal über den Weg laufe. Warum? Was denn passiert? Eigentlich nichts, aber das irgendwie. Irgendwie ist das seltsam drauf. Für mich. Okay. Kann doch sein, dass ich ihn gerade irgendwie verwechsel. Kann sein. Der mit der weißen Robe? Es gibt jemanden mit der weißen Robe? Zuletzt hat er eine weiße Robe an, als ich wach war. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht weil sie auch immer am Jagen sind. Ja, das kann sein. Aber es tauchen gar nicht diese komischen Flugviecher da. Noch nicht.
Nie den Abend vor dem Morgen loben. Sie können ruhig wegbleiben. Ja, stimmt. Der Turm war von ihm? Ja, das ist mein Jägerhochstand. Den habe ich gerade erst entdeckt und kann mal gucken gehen. Können Sie gerne machen. Von da oben hat man eine schöne Aussicht. Ich glaube nicht so schön wie da oben. Darüber lässt sich streiten, aber von meinem Haus aus kann ich auch hier runter schön gucken. Sie müssen sich ganz schön beobachtet fühlen. Nein, das Fräulein Sissi. Nein! Ach, es ist ja schlimm. Mir ist das bis jetzt eh noch nicht aufgefallen. Bis jetzt? Ja, bis jetzt. Und du es erwähnt hast. Weil von uns aus kann man auch so schön gucken. Zwinker, zwinker. Sie kennen sich doch mit Bäume setzen aus. Ich bräuchte auf der einen Seite von meinem Haus einen Baum. Dass man mir nicht mehr in die Fenster gucken kann. Ich habe hier ein paar Bäume zur Auswahl. Jetzt seid ihr so verlegen, ihr bekommt noch nicht mal einen Satz richtig raus. Nicht wirklich. Jo, die sind doch schön. Ich würde den hier nehmen. Aber ob ich den genauso wieder da hinkriege, weil von da nach da tragen ist ein bisschen schwer. Naja, so ein Setzling. Davon. Ja, das wird gehen. Und der liebe Herr Eick möchte welchen Baum? Oh. Ich habe einen Hund gehört. Was für ein Baum? Ich sehe allerdings keinen. Entweder so einen ganz großen oder eher so einen kleinen oder einen dicken oder keine Ahnung. Das zeigt wir sich. Wir wissen schon, der muss zu Vulkanwelt passen. Ja, das zeigt sich dann, wenn die nächsten Häuser stehen. Weil ich ja nicht weiß, wie groß die Häuser noch werden. Auf jeden Fall nicht. Rockstar, Dancer, Taylor, Drop.